seit einigen Monaten auf der LinkedIn-Plattform. Es ist natürlich auch ein Job, eine Jobbörse. Wir müssen tolle Autos entwickeln, die so scharf sind, dass der Kunde gar nicht dran vorbeikommt, Elektroautos zu kaufen. Das tun wir. Eine Bündelung von Kompetenzen in der Regierung. Ich habe in jungen Jahren mal Gelegenheit gehabt, als Volontär an dem MITI in Tokio zu arbeiten. Dem Zukunfts- und Planungs- So ein, nennen wir es mal, Superministerium, ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben unser Konzeptfahrzeug, den Oasis, mitgebracht, der aufzeigt, wie das Auto der Zukunft als Roboterauto durch die Gegend fährt und zum dritten Lebensraum wird, wo wir nicht mehr selber steuern müssen, sondern wo wir leben und arbeiten können, wie sich der Innenraum von Fahrzeugen verändert, wie wir Wohnmöbel in das Fahrzeug hereinbringen. Zusätzlich haben wir unser Future Lab, den EY Creator, mitgebracht, wo wir mit Studenten neue Themen entwickeln, wie die Zukunft der Mobilität aussehen kann, eben hier live auf dem Autogipfel. Und das ist das, was die Industrie braucht, denn es geht um Transformation Now. Ja, grundsätzlich sprechen wir von einer neuen Art der urbanen Mobilität. Und diese urbane Mobilität ist ein Zusammenfügen von Produkten wie Fahrzeugen, aber auch ganz neuen Mobilitätssystemen wie Carsharing und Autonomie. Das kann nur erreicht werden, wenn alle Spieler im Ökosystem zusammenarbeiten. Das sind Autozulieferer, Hersteller, Technologiefirmen, IT-Firmen und Städte. Und dieses Zusammenspiel wird an Veranstaltungen wie heute durchgesprochen, vorbereitet und initiiert. Dementsprechend finde ich den Autogipfel sehr sinnvoll. Wir hören hier die Antworten auf die Zukunft von den Automobilherstellern, von den Zulieferern und natürlich auch von Beratungsfirmen bzw. innovativen Anbietern, die sich mit dem Thema Connected Car bzw. Connected Services rund um das Auto beschäftigen. Es gibt uns natürlich auch die Leitplanken, an denen wir uns als Technologieanbieter ausrichten können. Eine Quote vorgeben von 15% meinetwegen, muss dann jeder Achte, der in den Showroom kommt und ein Auto kaufen will, einen Elektrowagen mitnehmen.